Ja, quasi als krönender Abschluss der Sizilien-Rundfahrt soll es jetzt endlich zum Ätna gehen und ich fahre hier auf diversen kleinen Nebenstraßen, die allerdings den Vorteil haben, dass es immer mal wieder wirklich interessante und schöne Ausblicke in die vielfältige Landschaft gibt. Zu Füßen des Ätna habe ich mir den Campingpark Mons Giebel ausgesucht. Der hat im Netz eine ganze Reihe von guten Bewertungen. Allerdings wird das Wetter jetzt leider doch wieder viel schlechter und ich werde hier tatsächlich nur eine Nacht bleiben. Ich meine auch, dass dieser Platz deutlich überbewertet ist und suche mir dann doch ein anderes Ziel. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass das Wetter nicht vielleicht doch noch so gut wird, dass ich doch noch auf den Ätna komme. Sonst macht das ja überhaupt gar keinen Sinn. Ich suche mir jetzt also einen neuen Platz aus, der für mich strategisch günstig gelegen ist, quasi zwischen Taormina und der Alcantara-Schlucht. Den Platz, den ich mir ausgesucht habe, der heißt Don Vittorio Country Village und der stellt sich für mich als große Überraschung heraus. Warum, das erzähle ich euch gleich noch. Ihr seht aber schon mal, hier ist gar nichts los, ich bin der einzige Gast. Also erstmal ein kleiner Spaziergang mit den Hunden, die Gegend ein bisschen erkunden und mir gefällt das hier spontan sehr gut. Also darf ich mich auch mal mit einem sehr leckeren Essen, mit einem sehr bunten Essen selbst belohnen und lasse es mir hier mit schönem Abendlicht gut schmecken. Und dann wird das Wetter dann auch schon wieder viel besser und wir gucken uns erstmal den Country Village Country Club ein bisschen näher an. Es lohnt sich nämlich sehr, diese Anlage genauer anzuschauen. Das ist ein parkähnliches Gelände mit zahllosen Orangenbäumen, Mandarinenbäumen, Zitronenbäumen, Rosmarinbüschen. Ja, es ist einfach nett gestaltet und ich bin immer noch der einzige Gast. Die Luftaufnahmen zeigen am besten, wie die Anordnung dieses Platzes ist und wie toll doch auch das Ganze hier gelegen ist. Bei dem schönen Wetter sieht man dann auch von hier aus den Ätna. Wenn man ein Teleobjektiv benutzt, hat man auch so eine tolle Sicht wie hier auf diesem Bild zu sehen. Der erste Ausflug mit dem Roller geht nach Giardini Naxos. Das liegt etwa 10 Kilometer entfernt. Da ist heute nämlich ein großer Markt. Gracias.
Ja, so klein ist die Welt, ne? Aber das war ja wenig überraschend. Ich wusste, dass ihr in der Nähe seid. Ne? Und auf dem Markt wollt. Und hier auf dem Markt sind ja ganz wenige Leute, ne? Und keine 10 Meter gelaufen und schon treffe ich euch. Ne? Ja, wunderbar. Ich ziehe aber erstmal alleine weiter. Marita und Siegfried treffe ich nachher nochmal. Siegfried hat mir erzählt, ich sollte unbedingt doch mal zum Bahnhof von Jardini Naxos, Taormina, gehen. Und warum, das seht ihr hier. Der nächste Ausflug vom Stellplatz aus geht in die andere Richtung, nämlich in Richtung Alcantara-Schlucht. Die Besonderheit der Schlucht besteht darin, dass die Lava sich hier langsam abgekühlt hat und sehr hohe Felswände mit prismatischen fünfeckigen und sechseckigen Formen gebildet hat. Im Laufe der Jahre hat der Alcantara-Fluss dann mit seinem eisigen Wasser die Flusswände langsam erodiert und eine canyon-ähnliche Landschaft geschaffen. Nächster Ausflug mit dem Roller geht nach Castelmola. Das liegt oberhalb von Taormina und von hier aus hat man wunderbare Sichten. Da hinten, wo ihr die Wolken herkommen seht, das ist der Ätna. Bei klarer Sicht habt ihr also auch eine fantastische Sicht auf den Ätna. Achtung, die nächsten Szenen sind vielleicht nicht ganz jugendfrei, aber ich kann sie euch nicht ersparen, denn wenn man in Castelmola ist, dann darf man das auf gar keinen Fall verpassen, glaube ich jedenfalls. Der Siegfried hat das die Penisbar genannt und das beschreibt ziemlich eindeutig, um was es hier geht. Das ist aber eine ganz normale Touristenbar und ihr seht selber, worum es hier geht. Hier gibt es nämlich alles rund um den Penis in unfassbar vielfältiger Form. Thank you.
Auf jeden Fall. Na, fantastische Aussicht gibt's von hier oben garantiert. Ich kann mich gerade noch so zurückhalten, hier nicht ein Souvenir mitzunehmen. Na, lieber nicht. Und stattdessen können wir hier noch ein paar schöne Aussichten auf Taormina genießen. Da kommen wir nämlich gleich auch nochmal hin. Ja, was für ein netter Empfang. Marita und Siegfried besuchen mich auf meinem Stellplatz. Was für eine Begrüßung, oder? Der nächste Ausflug, und ihr seht es schon, geht nach Taormina ins antike Theater von Taormina. Wir waren tatsächlich früher schon mal hier ohne Wohnmobil, ich kenne das also schon, aber das lohnt sich immer wieder hier hinzugehen. Das ist einfach so eine fantastische Aussicht. Und bei diesem tollen Wetter habe ich die Gelegenheit, mal wieder die klassischen Postkartenfotos zu schießen. Es ist einfach fantastisch hier. Und natürlich gibt es auch noch einen Abstecher nach Taormina selber, zum sicherlich bekanntesten Hauptplatz in Taormina. Es ist noch relativ früh am Morgen, deswegen ist noch nicht allzu viel los. Umso angenehmer ist das. Später verabschiede ich mich dann nochmal von Marita und Siegfried. Diesmal dann vermutlich final für diese Reise. Und besucht die nochmal auf ihrem Stellplatz in Giardini Naxos. Und dann soll es für mich dann auch endlich auf den Ätna gehen. Wer sich fragt, kann man das mit dem Wohnmobil überhaupt machen? Ja, die Antwort ist, das kann man prima machen. Na klar, man muss zuerst auch erstmal vielleicht etwas engere Straßen in den Bergstädten und Dörfern durchqueren. Aber die Straßen am Ätna selber sind gut ausgebaut. Ja, wie ihr an den Schneeresten am Straßenrand erkennen könnt, geht es immer wieder höher hinaus. Ich habe mir als Ziel für diese Nacht einen Rifugio ausgesucht. Das Rifugio Citelli liegt auf 1741 Meter Höhe. Und natürlich habe ich gefragt, ob ich hier stehen darf für eine Nacht. Das war kein Problem. Das wird ein Ausgangspunkt von einer wirklich fantastischen Wanderung. Los geht die Wanderung und ihr seht, die Hunde können ihr Glück gar nicht fassen. Oh, hier liegt noch Schnee und das macht natürlich riesen Spaß, hier rumzutollen.
immer höher hinaus geht es in Richtung Ätna. Ja, die Lava-Kiesfelder machen das natürlich auch nicht wenig anstrengend, ne? Denn das ist weicher Untergrund und so ist der Weg scheinbar doppelt so lang, als er in Wirklichkeit ist. Ätna ist zum Zeitpunkt meines Besuchs gnädig, qualmt nur still vor sich hin, aber nichts Dramatisches. Der höchste Punkt, den ich erreiche, ist jetzt hier am Rande der Serra della Conchace oder so ähnlich spricht man das aus. Das ist ein fantastisches Gebiet. Ihr seht selber, das ist einfach unfassbar. Solche Blicke auf den Ätna, da musst du schon echt hinwandern. Und ich kann euch sagen, das ist keine leichte Wanderung. Das hat mich schon echt an meine Grenzen gebracht. Nicht nur wegen des weichen Untergrundes des Lavakieses, sondern auf dem Rückweg geht es dann auch nochmal durch weiche Schneefelder. Also am Schluss war ich echt gut durch. Das sind vielleicht 10, 11 Kilometer, aber echt anstrengend. Aber ein wunderbares und unvergessliches Erlebnis. Am nächsten Tag geht es dann noch ein Stück weiter am Ätna, nämlich zur Bergstation der Seilbahn. Hier wollte ich eigentlich ursprünglich auch noch eine Nacht verbringen, aber so richtig turnt mich das hier nicht an. Allerdings wird auch das Wetter schlechter, das seht ihr jetzt hier gleich, ne? Die Sicht wird immer schlechter und dann macht das gar keinen großen Sinn. Ich gehe also nur noch mit den Hunden ein bisschen spazieren und auch das ist ja auch eindrucksvoll genug. Just to wake you up when I dance around, I can't help but feel just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving. Can we stay here forever?
das war sie dann also schon, meine letzte Station auf Sizilien. Und ihr könnt hier zum Abschluss hier nochmal die Sizilienkarte angucken und die vielen roten Punkte. Das sind alles Orte, die ich besucht habe und wo ich auch Filme für euch gedreht habe. Und für mich natürlich auch. Und jetzt geht es rüber nach Apulien und da seht ihr dann auch wieder schöne Bilder und ganz tolle Landschaften.